Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda holte sich am vergangenen Sonntag den Sieg im Sachsenpokal gegen den Zwönitzer HSV und steht somit im Achtelfinale. Das Auswärtsspiel in der Zwönitzer Sporthalle begann zunächst mit einer 1:0-Führung durch die Gastgeber. Der LHVler Ben Nitzsche konterte jedoch direkt und glich umgehend aus. Tobias Sieber legte gleich mit einem weiteren Treffer zum 1:2 nach. Bis zur Halbzeit baute der LHV seine Führung zum 11:15 aus. Spannend wurde es dann noch einmal ab der 48. Spielminute, als sich die Zwönitzer einen Gleichstand zum 22:22 erspielten. Nach einer Auszeit der Trainer erkämpften sich die Zusestädter die Führung zurück, bis zum Ende wurde diese auch nicht mehr aus der Hand gegeben, sodass beim Ertönen des Abpfiffs die Anzeigetafel einen 29:32 Sieg für den LHV auswies. Trainer und Spieler zeigten sich sehr zufrieden. Nun liegt die Konzentration auf dem nächsten Heimspiel. Am kommenden Samstag empfängt der LHV im Berufsschulzentrum Konrad Zuse in Hoyerswerda um 17:30 Uhr das Team vom KJS Dresden.